Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin und aus Berlin-Mitte, aus dem wunderschönen Lokal Karaja. Und mein Gast heute ist Ekin Deligöz, die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Hallo. Hallo. Also, Ekin, wir kennen uns, haben wir festgestellt, schon von vor 10, 12 Jahren. Damals war es ja eher so, da war man so die Quotenausländerin. Gibt es immer noch so Leute innerhalb der Partei oder auch irgendwie grundsätzlich in der Politik, die sagen, das ist so die Quotenmigrantin? Ach, das gibt's bestimmt. Das steckt in den Köpfen. Das, was in den Köpfen steht, braucht meistens länger. Aber ich habe ja gleich von Anfang an gesagt, ich bin nicht eure Quotentürkin. Ich bin weder zwangsverheiratet, noch großartig geschlagen, noch trage ich ein Kopftuch. Ich entspreche diesem Bild nicht, also mache ich das auch nicht, erfülle ich nicht. Da habe ich keinen Bock dazu, bin ich nicht. Okay, wie ist der Alltag? Du bist jetzt 14 Jahre im Bundestag. Was treibt dich am meisten an von den Themen her? Früher war ich gesellschaftspolitisch bewegt. Ich fand ganz vieles total ungerecht. Ich fand es zum Beispiel ungerecht, dass ich, obwohl ich quasi in Deutschland aufgewachsen bin, immer noch die Quotenmigrantin galt, die Bildungsinländerin. Ich bekam kein Erasmus, weil mit dem wunderbaren Beisatz, Sie sind doch schon im Ausland, was wollen Sie noch mehr ins Ausland? Ich bekam keine Wohnung mit solchen Argumenten wie die dachten, da kommt eine Studentin, jetzt kommt eine Türkin. Das wollte ich verändern. Also wenn dir die Sache nicht passt, hast du zwei Alternativen. Entweder du lebst damit oder du versuchst sie zu verändern. Ich versuche sie zu verändern. Das hat mich in die Politik gebracht. Und das versuche ich irgendwie immer noch, nur ein bisschen professioneller. Das Thema Frauen ist aktuell so das, was dich am meisten bewegt. Was passiert da gerade? Frauenpolitik war früher Gleichstellungspolitik. Männer, Frauen, Hälfte der Gesellschaft wollen die gleichen Rechte. Und dafür sich einzusetzen, war schon mein Ziel genug. Das war Einsatz für sich selbst, für die Freundin, für die eigene Tochter irgendwann. Inzwischen ist es mehr. Inzwischen ist die Frage, was passiert eigentlich in Deutschland? Wird es uns gelingen, in einer globalen Welt das nächste Jahrtausend anzugehen? Oder bleiben wir zurück und fallen zurück ins mittelalterliche Gedankengut? Das hängt davon ab, ob es uns gelingt, in Deutschland auch Gleichstellung umzusetzen. Bei der Arbeit, in der Wirtschaft, Frauen in den verantwortungsvollen Positionen. Sie sind nicht nur die Hälfte der Gesellschaft, sondern sie haben auch den Anspruch, mitzubestimmen, demokratisch mitzubestimmen, wirtschaftlich mitzubestimmen. Sie haben einen Anspruch darauf, gleich zu verdienen. Immer noch gibt es eine Lohndiskrepanz von 23%. Frauen müssen ein Vierteljahr länger arbeiten, um auf das gleiche Gehalt zu kommen wie Männer. Immer noch arbeiten Frauen viel, aber Teilzeit. Immer noch Frauen, und das ist es, Frauen haben 59% weniger Rente als Männer. Damit die Männer mehr verdienen, müssen sie sozusagen ihnen das Backup gewährleisten. Das heißt, ob wir wirtschaftlich, finanziell, gesellschaftlich, demokratiepolitisch immer noch ein Motor sind in der Welt, das wird sich daran entscheiden, wie wir mit den Frauen in diesem Land umgehen. Deshalb mache ich auch gerne Frauenpolitik, und das ist nicht altmodisch, sondern das ist zukunftsfähig. Ein Punkt zu diesem Faktor. Also du bist eine Frau, du, wenn man dich twittern liest, wenn man auf Facebook guckt, du bist Frau. Aber wenn man sich so diese entweiblichten Wesen anguckt, von Merkel bis, kennst du, wo man merkt, irgendwie diese jahrzehntelange Kampf zwischen dieser Frau und den Männern hat es so arg was geprägt, dass da irgendwas nicht stimmt. Nimmst du das auch so wahr? Also, ich glaube nicht an Transgender. Ich stehe zu allen Klischees, ich gehe gern zum Friseur, ich kaufe wahnsinnig gerne Schuhe an. Ich bin am Wochenende auf einer Hochzeit, ich habe die perfekten Schuhe, ich habe noch nicht das Kleid, aber die Schuhe sind perfekt. Ich werde zwar total aufgeschwollene Füße haben, aber die sind perfekt. Ich liebe meine Freundinnen und die Tage mit meinen Freundinnen. Ich halte nichts vom Postgender, ich bin ehrlich gesagt also gerne Frau. Wie ist das, glaubst du, die Angela Merkel sagt auch mal sowas? Keine Ahnung, ich glaube, sie hat die Zeit dazu nicht, aber ich halte auch nichts. Ich glaube, das ist überholt. Früher haben die Frauen gedacht, wenn wir so werden wie die Männer, machen wir Karriere. Und dann muss man sagen, naja, vielleicht aber auch nicht. Aber du gibst so viel von dir auf, das macht dich nicht mehr authentisch. Und für mich gehört das dazu, wenn ich wirklich was durchsetzen will, dann muss ich auch dahinter stehen und das muss zu mir passen. Und wenn ich mich verstelle, dann passt es nicht zu mir, dann ist es auch nicht authentisch, also lass ich es sein. Also entscheid, entweder du veränderst die Dinge oder du kämpfst dafür, dass sie so bleiben können und du dich durchsetzt. Ich kämpfe dafür, dass sie so bleiben können. Ich stelle jetzt mal trotzdem die Quotentürkin-Frage.
Siehst du dich auch in einer Vorbildfunktion für junge Türkinnen, ihnen einfach zu zeigen, was alles möglich ist? Ich würde den Mädchen gerne mit auf den Weg geben, sei einfach du selbst. Verstell dich nicht, lass dich nicht zu irgendwas zwingen, lass dich auch nicht verbiegen. Es gibt in unserem Leben, gerade als Migranten in Deutschland, mehr Menschen, die dir sagen werden, was du nicht kannst, als Menschen, die dir sagen, was du kannst. Aber du kannst es. Wahnsinn. Ich nenne immer drei Begriffe so zum Schluss des Gesprächs und bitte um drei kurze Assoziationen. Familie. Meine Kinder und mein Maulbeerbau. Joschka Fischer. Vergangenheit. Jürgen Trittin. Aktiver Politiker, der gut strategisch denken kann. Ich muss leider kurz was klären. Lasst euch nicht stören, liebe Abonnenten. İkin. Cem'i davetiye yolladım. Benle interview yapmak istemiyor. Seni tanımadığı için. Eğer tanısaydım bu kaçamazdı. Emin misin? Konuşur musun benimle? Konuşur. Teşekkürler. Wie geht's heute weiter bei dir? Ich gehe jetzt, ich treffe mich jetzt mit den Verbänden, türkischen Verbänden, die allesamt tausende Unterschriften gesammelt haben wegen des Betreuungsgelds. Die werden es mir überreichen. Ich schicke das dann alles weiter an die Familienministerin und an die Kanzlerin. Das finde ich super. Zum ersten Mal in Deutschland soll Geld rausgeschüttet werden und die Leute wollen es gar nicht haben, weil die sagen, wir wollen eine echte Chance für unser Kind. Wir wollen nicht das Geld und wir wollen es auch nicht dafür verkaufen. Wow. Riesig. Super, viel Erfolg damit. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ein schönes Café, vielleicht machen wir das nochmal. Der Kollege, der das hier auch gemacht hat vor kurzem, ist auch so einer von uns. Aber es ist alles cool. Dankeschön. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und das Thema beim nächsten Mal ist Islamic Banking und Zinsfreiheit. Und mein Gast, Ayman Maziek, der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime. Bis zum nächsten Mal.